Hallo und herzlich willkommen, liebe Game-Freunde, bei Argonaut Let's Play. Und willkommen zu Part Nummer 13 von Elder Scrolls Skyrim. Die Reise geht weiter. Wir sind im Untergrund irgendwo. Irgendwo, ja, wo es sehr gefährlich ist. Wie ihr seht, diesmal nicht mehr da. Ich habe ihn letztes Mal vergessen. Oh, stecke ich hier? Lydia hat uns verlassen. Und irgendwas höre ich jetzt im Hintergrund schon. Das auf uns wartet wahrscheinlich. So. Wir sind hier in der Quest, das Wissen der Alten. Wir müssen die Schriftrolle der Alten immer noch finden. Das wahrscheinlich wird hier, wie ich das so sehe, ein bisschen dauern, ne? So. Was ist das? Ach du Scheiße. Na komm mal her, du. Hat Frostschaden widerstanden. Und runter mit dir. Zack. Und er macht einen Freefall. So. Zwei Gegner. Weiß schon, wo die sind. So, wir speichern mal hier ab. Lydia hat uns verlassen. Wir sind in Alftland. Warum kann ich nicht speichern? Okay. Also nicht hier. Ja, wo dann? Hier unten fallen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie komme ich aber dahin? Wahrscheinlich muss ich doch durch diese Tür. Weil was anderes kann ich nicht hier machen. So, mal gucken. Der sich üben. So, wir sind bereit, jeglichen Angriff zu stellen hier. Büsch! Na schön daneben. Bisschen die Fliegen klatschen. So, zack, ist er weg. Ja, die Zweihandwaffen gefallen mir schon ganz schlecht. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen. Ich dachte schon, ich soll das nicht machen, weil in einer Truhe, da habe ich auf irgendwas getreten. Wert 60. Oh, wir können auch nicht sehr viel nehmen, wie ich sehe. Hat sehr viel Wert, aber jetzt, ich kann auch nichts nehmen. Ich hatte auch fast gedacht, ich sollte eigentlich. Oh, Experte. Sollen wir es probieren? Es geht sofort kaputt. Das wird wohl nichts. Ich habe zu wenig Dietrich auch übrig. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe noch nicht viel gedrückt. Meine Güte. Und das fühlt sich so an, als ob das wirklich sich dreht. Ja, da haben wir es. Schlossknacken verbessert. Und was finde ich? Ein Skelett. Wunderbar. Aufschließend Truhe Meister. Alles klar. Zwergenhelm. Mal gucken, der sieht nicht schlecht aus eigentlich, ne? Waffen, Bekleidung. Vom Gewicht her ist das eigentlich. Ich glaube, ich probiere den mal an. Gucken, ob ich dann besser. Ich sehe, damit ich nicht so wie Chinese aussehe, ne? Frisch aus Peking oder so. Kaiserliche Wache. So. Zwergenhelm und den Helm der Klingen, der hat zwar viel Wert. Den muss ich runterschmeißen. Boah. Das ist der Argonaut. Das ist der Argonaut, ja. Ja. Dann ist der genau. Und dann, wenn ich das aufschließe, Meister sogar. Oh mein Gott. Das war aber ganz schwierig jetzt. Ach du Scheiße.
Weil es wahrscheinlich hier richtig, also wie ich sehe, das ist auch geile Waffe. Mist, ey. Die müssen jetzt auf jeden Fall Sachen wegschmeißen. Stahlhornhelm, die sieht auch gut aus. Weniger Rüstung. Wiederherstellungsrüstung ziehen, weniger Mann. Jitschka. Ich hab, glaube ich, irgendwas drauf, dass ich dann, das Gold kommt jetzt. Zauberfrost explodiert auf einer der Nähe befindlichen Oberfläche, gewirkt, wenn der Gegner zu nahe kommt und verursacht 50 Punkte Frostschaden. Gewicht 1. Ja, aber ob wir hier wieder zurückfinden, das weiß ich nicht. Ah, der hat so geile Sachen hier jetzt. Was soll ich jetzt machen? Das ist scheiße, wenn man nicht verkauft, ne? Haben wir verschissen. Die Klingenrüstung. Leckerer Gonau. Ach, ich habe mich schon fast erschrocken. Die kommt von hinten angeschlichen, echt. In dem Moment, wo ich nackt bin. Also die. Wo ist die Rüstung? Hä? Rüstung weg? Ist verschwunden was? Klingenrüstung 71. Ah, die ist eigentlich besser, aber eigentlich. Also den Schild der Klingen, den kann man runterschmeißen. Das bringt auf jeden Fall. Der hat zwar viel. So. Die Stahlrüstung, wieder zu kosten von. Aha. Sag ich gut. Stahl und Helm. Aber Gewicht ist zu viel. Stab des Magierlichts. Du kannst nicht mehr rennen. Dün, 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 dün. So. Waffen. 13. Aber eigentlich diese. Wo ist denn das? Stahl. Ich weiß nicht. Ich könnte das hier wegschmeißen. Hat doch weniger Gewicht. Macht doch ein bisschen mehr Frostschaden. Dann schmeißen wir das mal runter. Aber immer noch zu viel. Das muss runter auf jeden Fall. So. Stahlpanzerrüstung. Ja, schmeiß das mal. Ach, das ist aber sehr wert. Ja, wir müssen jetzt auf Geld verzichten wegen Blödheit, sag ich mal so. Und diese Sachen nehmen wir mit. Ich habe, glaube ich, ein Amulett, habe ich, glaube ich, immer. Amulett von Mara. Irgendwas habe ich hier an, was ihm was gibt, glaube ich. Oder habe ich das gar nicht mehr an? Keine Ahnung. Ich habe hier nur das Amulett, Elfenstiefel. Stahlhornhelm. Zwergen, der sieht so richtig geil aus. Kosten weniger. Mach sie nochmal an. Steigert die Ausdauer. So, dann geht's weiter. Hier haben wir geplündert. Speichern es mal ab. Weil wir wissen ja, der Gonaut macht ein paar Fehler zu viel. Aber ich frage mich jetzt, wie soll ich jetzt hier runter? Wenn ich jetzt hier runterfalle, verrecke ich auf jeden Fall. Das ist scheiße. Aber das ist der Weg. Ich habe aber abgespeichert, ne? Hier auf die Rohre, ne? Nein, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle. Ah! Oh. Und warum hat er wieder nur eine Wa. Nein, nicht das anziehen, du Blödmann. Das muss ich anklicken. So. Und Jorgische kriegst das. Gut. Ah, ich habe auch Dinger angezogen, aber egal. Sieht doch cool aus. Wo sind die Gegner? Der eine, der arme Junge. Ey, die ist ja cool. Die fällt ja, die bringt sich fast. Und was mich wirklich so? Von einem Fall mal. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, was war das? Von wo ist der denn gekommen, der Typ? Aber hier geht's auch nicht weiter.
Ich glaube, wir sind umsonst runtergefallen, ne? Oder doch? Ah, doch, es geht weiter. Hier. Lydia, komm. Komm, mein Schatz. Ich habe das Gefühl, diese Quest wird wirklich sehr viel, sehr lange dauern. Oh, da müssen wir aufpassen. Wieder so ein Falmer. Der sieht ja richtig cool aus. Der sieht ja richtig hübsch aus. Durchsuchen Falmer. Falmer Ohr. Wer hat Lust auf Falmer Ohr mit Speck? Das ist aber saulecker. Falmer Bogen. Da ist jemand, der mit irgendwas beschossen hat. Was ist das, ein Wolf oder eine, ach, ein Schild oder was? Da liege ich. Ich habe gar nicht geachtet, meine Güte. Und ich habe nicht gespeichert. Ja, Klassiko. Deshalb sollte man speichern. So, nochmal. Aus Blödheit. So, dann hier auf die Dings. Hier, ob es funktioniert. Aber richtig knapp. Richtig knapp. So, und jetzt wird mir schon gespeichert. Ich habe doch gespeichert, aber eigentlich. So. Der kam aus dem Nix. Wo ist der denn überhaupt? Lydia. Der hält aber nicht viel aus. Guck mal, wie der rutscht. Jetzt fällt er runter. Jetzt macht er einen Freefall. So. Aber gefährliche Wege hier. Erstmal kommen. Und uns Kleber. Der mal weggeschubst wird. Und so ein Falmer, der zaubern kann. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen was zu trinken. So, Zauberzentrum gleich haben. So, wir haben es knapp geschafft. Schwachen gewisse langen Leidens. Gold. Da ist noch jemand. Machen noch ein bisschen Wiederherstellung. Ah, das ist, glaube ich, der Frosch, den ich mache. Ist ganz geil, glaube ich. Und wieder Gold. Schuppenschwamm. Der Bogen hat sehr viel. Der hat sehr viel Wert. Aber wer weiß, was noch kommt an Belohnungen. Und dann können wir nichts mehr. Ach du Scheiße, was war da denn? Schon wieder so eine Falle. Und jetzt wieder nach unten. Speichern nicht vergessen. Lieber Kangen. Lieber Gonaut. So. So geht's weiter. Wird wieder ein kleiner Part. Weil ich nicht so viel Zeit habe. Hoffentlich verbrenne ich jetzt hier nicht. Was ist das denn? So richtig geiles Gewölbe hier, dieses Asphaltlat, oder was ist es? Hier es heißt Aftland Animoktaluktorium. Das ist ein Gegner, wieder so ein Falmer. Ich muss mich gewöhnen, mit beiden Seiten zu hauen. Der ist heftig, aber der Falmer sieht ganz grauenhaft aus. Falmer Schild, Rüstung, Falmer Ohr. Die haben aber nicht viel Wert, ne? Aber vielleicht kann man was Schönes kochen. Falmer. Diese Sphären waren es jetzt, und jetzt ist es diese Falmer. Oh, schön in den Hals rein. Reingebarzt. So. Und hier haben wir wieder so Räder, irgendwas rätselhafte Architektur und so. Jo. Auf jeden Fall ein bisschen Action. Und jetzt endlich haben wir so einen richtig geilen, der sieht ein bisschen nach Spartaner und irgendwas. Oh ne, der sieht mehr, der von dem Gesicht aus sieht da ehrlich gesagt so ein bisschen wie diese, wisst ihr noch von den 300, diese Unsterblichen, ne?
Die müssen verfallen und wieder mal Falmas oder so. Oder Malmas. So. Oh oh. Aber diesmal nehmen wir jetzt unsere den Stahlringsammer. Zwei auf einmal. Ist gut, dass Lydia dabei ist. Oh, 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 oh. Ich habe keine Dings mehr. Ach du Scheiße. So, ein bisschen zaubern versuchen. Aber Lydia hat es schon geschafft. Ein bisschen verbrennen. Man kann ja hier so schön variieren. Ach, da ist noch ein Arschloch. Der uns auf die Nerven geht. Na komm ja, du. Sind schon hart, denke ich. Aber warum halte ich so wenig aus eigentlich? Muss eigentlich mehr aushalten. Schön knackig verbrannt. Müssen wir aufpassen hier. Die epische Musik lässt uns darauf schließen, dass wir achten mussten. Auf unser Leben. Wann geht das eigentlich vorbei? Das Verbrennen hier. Ja. Gießt noch mehr Öl ins Feuer. Ey, was ist das jetzt? Oder trete ich irgendwo drauf jetzt hier dann unwissentlich? Ich kann ja hier von da hingehen. Dummheit. So. Jetzt mal hier rein. Gucken, hier ist nichts. Das. Klasse. Ach du Scheiße, was für ein Quatsch habe ich gemacht? Ich habe Lydia umgebracht. Was ist bloß los mit euch? Das passiert, wenn man auf die falschen Tasten drückt. So. Lydia gut gebraten. Was ist das für ein Ding hier? So, dann geht's weiter. Wo muss ich jetzt hin? Hier oben? Beschädigtes Buch. Zwergendolch. Gegner ohne Ende. Ich mache ein bisschen auf Zauberer. Die schmeißen irgendwas mit irgendwas so Eisdolche oder irgendwas. Oh, da sind zu viele, glaube ich. Unser Glück in der Flucht. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. Oh, das ist aber langsam. Und selber Baum bringen. Boah, das wird schwer. Das wird schwer mit denen. Vor allem mit meiner Taktik hier. Also es wäre gut, die hier hinzulocken auf jeden Fall und zu verbrennen. Würde ich mal meinen. Ich will erstmal heilen hier. So, und dann gucken wir mal auf die Waffen. Froschschaden. So, also, das war eigentlich gut, dieser Taktik mit, weil der macht ein bisschen Froschschaden. Okay, machen wir es so. Ich speichere das mal ab hier. Gleich ist der Level 13. Das wird dauern hier. Das wird dauern hier. Definitiv. So, jetzt müssen die jetzt auftauchen. Die tauchen jetzt auf. Boah, das macht voll viel Schaden, Alter. Wie soll man das schaffen? Wir müssen den einen wenigstens weghauen. Steh auf, Lydia! Ich verrecke gleich wieder!
Wiederherstellung, Wiederherstellung, Wiederherstellung. Warum rennst du jetzt nicht? Warum rennt er jetzt nicht vorhin? Wir wurden durchbohrt, verbrannt, alles Mögliche. So. Das Problem ist, der eine, der Zauber, der macht so viel Schaden. Ich muss mal gucken hier, was ich noch habe. Ich habe ja gesagt, ich skille ja nichts oder ich mach. Nee, das mit dem Bogen, das wird nichts, weil das habe ich kaum geskillt. Orkische Kreissäge. Axt von Weißlauf. Das Ding ist auf jeden Fall die Ausdauer. Vielleicht die Ausdauer wäre besser gewesen. Blutende Krone. Ja, versuchen wir mal das. Wir versuchen jetzt. Was haben wir? Die Schreie, die wir haben. Wolkenloser Himmel. Feueratem. Ein Flammenmeer. So, ja, das kann er verwenden. Eine Flammenatem. Das habe ich auch vergessen. Den wir bei Obermonster beim Oberalten gelernt haben. So, jetzt kommen die. Oder auch nicht. Na komm. Ja, jetzt kommen die. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Hier rein. Aber Lydia, komm nicht mit. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Husch, husch. Komm schnell. Die kommen gleich hier. Die kommen gleich hier. Komm, komm, komm. In den Gang treiben. A la Leonidas. Oh, oh, oh. Das war nicht gut. Komm her, komm her. Was habe ich noch hier? Illusion. Zerstörung, Schreie, Kräfte. Es gab auch irgendwas, was man später lernt, dass sie die für dich kämpfen oder sowas, ne? Wiederherstellen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Aber das war eigentlich jetzt eine. Ach ja, was mache ich denn von Quatsch? Ich kann ja die Flammen Wiederherstellung. So, und jetzt schnell Wiederherstellung. Hallo. Waffe, 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 Waffe. Na. Knappe Sache, knappe Sache, knappe Sache. So, und jetzt Wiederherstellung wieder. Taktische Taktik. Ich glaube, ich hab's geschafft, oder? Die hat dann verreckt, ne? Im Feuermeer. Aber dass der so wenig aushält gegen so hässliche Kreaturen. Ist doch Kangen, ne? So. Guck mal, der läuft. Ein bisschen tuntig, ne? So, dann wieder die Axt. Der Weißlauf. Jupp. Ach, der eine ist... Ich dachte schon. Entschuldigung, Lydia. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Schon. Jetzt müssen wir wieder durch das Feuerchen. Hier. Gucken, wie lang der Part schon ist. Ja, das den muss ich gleich beenden. So. Würde ich mal sagen, das ist hier. So. Und damit wenden wir einen Part, glaube ich. Mit dem Nahaufnahme des Unsterblichen. Weil sonst wird er zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat ein bisschen Spaß. Ein bisschen Chaos mit dabei. Und ich habe es geschafft, diese drei zu vernichten. Mit ein bisschen hinterhältiger Taktik. Aber die Rüstung sieht geil aus, ne? Oder? So, und wir sehen uns beim nächsten Part.
Ich glaube, das nächste wird wahrscheinlich auch das nächste Game, was kommt, wird eher World of Warcraft sein, weil ich fange wieder ein bisschen aktiv zu spielen. Und ja, Skyrim gibt es natürlich immer weiter. Jetzt natürlich, wo ich die ein paar Spiele jetzt beiseite gelegt habe und dann mich voll konzentriere auf Elder Scrolls und WoW und Diablo und so. Ja, und StarCraft habe ich ja erwähnt noch. StarCraft und Battlefield und Hearthstone. Ja. Ich bedanke mich euch fürs Zuschauen und ja. Und was bleibt noch zu sagen? Ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Scheut kein Abenteuer und stößt ins Geschehen mit Argonaut Let's Play und eurem Argonaut natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.